Hallo, hier ist Madeleine. Meine heutigen Gäste sind Imke-Marie Badur und Wolf Schneider. Sie sind Initiatoren des Bachelor of Being, eines sechsmonatigen Programmes, wo man in der Community sich die große Frage beantwortet, was will ich im Leben und was ist mein Beitrag für diese Welt? Die Premiere startet im Herbst und ihr erfahrt, was es mit dem Bachelor of Being so auf sich hat und welche Unterstützung für den Start noch notwendig ist. Hallo Imke-Marie, hallo Wolf. Schön, dass ihr da seid und der spontanen Einladung zu unserem Interview gefolgt seid. Wir haben uns am Montag getroffen, Imke-Marie und ich, und haben spontan für heute Freitag das Interview einberaumt. Und Wolf, du bist noch spontaner einfach mitgekommen. Ja, schön. Ich wusste heute Vormittag noch nichts davon. Umso besser. Ja, schön, dass wir da sein dürfen. Ja. Ja, wir sind zusammengekommen, um über den Bachelor of Being zu sprechen, einem super spannenden Projekt, was im Herbst hier in der Nähe von Kassel starten soll. Da werden wir gleich ganz intensiv drüber sprechen. Aber erstmal ganz kurz zu dir, Imke-Marie. Wir kennen uns schon seit längerem so aus den Augenwinkeln, würde ich sagen, über den Uni-Kontext. Du hast da eine Koordinationsstelle für das Thema Service Learning und bist aber ein unglaublich engagierter Mensch. Also wenn Menschen von mir behaupten, was macht die alles, dann ist das bei dir nochmal mindestens potenziert um das Dreifache. Du bist Jugendcoach. Und du bist für den Bachelor of Being oder das Thema Orientierungszeiten wahnsinnig engagiert. Wie, und vielleicht nochmal zum Hintergrund, du hast was eher im Bereich der Musik promoviert. Mhm. Wie kam der Weg zu dem Punkt, wo du jetzt bist? Mhm. Ja, also ich bin ja zwar Musikpsychologin von meiner Promotion her, aber ich habe Kulturpädagogik studiert und ich hatte meine erste Stelle nach meinem Studium in einer Erwachsenenbildungsstätte in der Lüneburger Heide. Und dort wurde ein Programm umgesetzt, für das ich dann verantwortlich war, was es dort schon seit 1919 gab, aber ein bisschen eingeschlafen war und ich sollte das auffrischen, wo nämlich junge Erwachsene für 5 Monate zusammenleben konnten. Und diese, um herauszufinden, was sie in ihrem Leben machen wollen, sich persönlich zu entwickeln, sich beruflich zu orientieren und zu gucken, was in der Welt nötig ist. Und dieses Projekt, habe ich dann halt 5 Jahre geleitet und war als Kulturpädagogin ursprünglich eingestellt. Und dann bin ich aber total angefixt worden von der Idee, überhaupt Jugendliche zu coachen, sie zu unterstützen. Habe dann eine Coaching-Ausbildung gemacht und das war dann so mein Schwerpunkt. Ich bin dann da weggegangen, weil das eine evangelische Trägerschaft hatte und mir das ein bisschen eng vorkam für dieses große Thema, worauf kommt es überhaupt im Leben an, was kann ich glauben, wer will ich sein? Und bin dann in Kassel gelandet, weil ich mit einem Mann aus Kassel schwanger geworden bin. So bin ich dann hier gelandet und habe an der Uni angefangen, habe da seit 10 Jahren eine Stelle, jetzt eine halbe Stelle nur noch und habe aber gedacht, dieses Bildungsformat, 5 Monate mit jungen Menschen zusammen zu leben, um sie zu unterstützen, herauszufinden, was sie im Leben machen wollen. Das ist so toll, das möchte ich nochmal mit anderen weltanschaulichen Vorzeichen umsetzen. Ja. Und das ist jetzt der Bachelor of Being. Also ich bin da sozusagen von einem zum anderen geraten und habe diese Bildungsidee einfach mitgenommen. Und das reißt dich immer noch mit, ist aber auch ein wahnsinnig spannendes und großes Thema. Jedem, den ich bis jetzt vom Bachelor of Being erzählt habe und mit meinen Worten wiedergegeben habe, um was es da geht, hat große strahlende Augen gekriegt und gemeint, oh, das hätte ich auch gebraucht oder wenn ich so alt wäre, würde ich da auch mitmachen. Wolf, ihr beide seid sozusagen die Köpfe des Bachelor of Beings, Imke-Marie der erste, du der zweite Kopf, so habt ihr euch selber genannt zumindest, da gibt es noch ein Team dazu. Wie bist du dazugekommen? Ja, ich habe vor 2 Jahren diese fantastische Frau kennengelernt und habe gedacht, nicht nur sie als Mensch, Individuum ist super, sondern sie hat auch noch ein Projekt, dem ich mich gerne anschließen will. Und das habe ich dann gemacht und bin nach Kassel gezogen. Ich hatte vorher mein eigenes Projekt 30 Jahre lang, hatte einen Verlag, den habe ich vor ein paar Jahren aufgelöst. Und jetzt bin ich eben Freelancer und konnte mich da anschließen. Und so bin ich dazu gestoßen. Und ich habe dann erst gemerkt im Laufe der Zeit, dass das mit ganz vielen Ideen, die mich das ganze Leben lang schon begleiten, zusammenpasst. Ja. Vor allem diese Hinwendung an die junge Generation. Du
hast in deinem früheren Leben nicht nur das Projekt Verlag gehabt, sondern du bist auch viel gereist und warst viel in Asien unterwegs und hast da auch viel im Bereich gemeinsam Leben getan. Das ist ja auch ein Thema, um den es beim Bachelor of Being geht. Ja, ja. Mhm. Was habt ihr da vor? Genau, also die Grundidee ist einfach, dass man in Gemeinschaft eigentlich ganz viel lernen kann voneinander. Und eine Gemeinschaft ist ja wie eine Gesellschaft im Kleinen. Ne? Also eine Familie kennen wir ja ganz gut und das ist dann aber nochmal ein bisschen eine erweiterte Form. Und da sind natürlich ganz viele Lernmöglichkeiten vorhanden und die ich dann auch übertragen kann auf Gesellschaft. Ja, was braucht es eigentlich? Was ist mein Part da drin? Was kann ich gut? Wo finde ich da meine Rolle? Und das lässt sich dann hochskalieren auf die Welt. Ja, so darum ist Gemeinschaftserfahrung so wertvoll, Feedback zu kriegen von anderen und die eigenen Bedürfnisse mit den Bedürfnissen anderer irgendwie in Einklang bringen zu können. Solche Sachen üben wir quasi nebenbei. Ja. Und dabei beim Wohnen haben wir natürlich, also in dem Projekt selber haben wir natürlich auch noch ein Bildungsangebot. Ja, es geht nicht nur um einfach da ein bisschen 5 Monate Urlaub zu machen. Also wie eine groß angelegte Teamarbeit. Ne? Genau. Im Bereich Coworking gibt es ja ähnliche Effekte, dass man sich gegenseitig unterstützt, Feedback gibt. Da ist es aber nochmal mit einem größeren gemeinsamen Fokus. Wie sieht das Programm aus, was ihr da gestaltet? Genau, vielleicht will ich vorher nochmal einschieben, dass wir so einen wunderbaren Ort gefunden haben. Stimmt, ja. Wir sind in, auf Gut Kragenhof, das ist hier in der Nähe in der Fulda-Schleife und ist so eine Halbinsellage. Ja? Und das ist erstmal noch irgendwie total toll, dass wir einerseits stadtnah sind, ne? Kassel ist ja schnell zu erreichen, und andererseits so ein bisschen so ein Ort wie in so einer anderen Welt haben, wo man so, wir vergleichen das immer so wie so eine Raststätte am Rande der Bildungsautobahn. Ja? Also normalerweise werden die jungen Leute auf so eine Autobahn gesetzt und es wird gesagt, fahr schneller, du musst irgendwie ankommen, darfst keine Lücke im Lebenslauf dir erlauben, mach schnell deinen Abschluss und du musst da irgendwo in dieser großen Stadt irgendwann einen coolen Job haben und dein Leben toll designen. Ja? Und wir sagen, hey, mach doch mal eine Pause, geh mal eine Weile, ne, muss ja nicht für immer sein, ja, wir wollen ja nicht die dafür immer ansiedeln. Geh mal für eine Weile an so einen Ort, wo es ein bisschen ruhiger ist, wo man mal ausatmen kann. Und mal gucken kann, hey, worum geht es eigentlich wirklich im Leben? Ja? Und das ist so die Grundidee. Und inhaltlich haben wir das jetzt einfach in 7 Module verteilt. Die führen so vom eigenen zur Gemeinschaft hin raus in die Welt. Also ich kann es mal sagen, wie die heißen. Die sind ich mit mir selbst, ich im Kontakt. Wir in der Welt, da gucken wir dann, was gibt es eigentlich da draußen alles in der Welt und wie kann man sich das erklären, dass so viele Krisen gleichzeitig jetzt kommen, wie hängen die zusammen? Dann wir als Gestalter, das ist so ein Modul, wo es um Engagement geht. Und dann ich und mein Weg, wo wir das nochmal bündeln, was ich alles erfahren habe und daraus meine Schlüsse ziehe für meine Lebensgestaltung. Das sind die 5 Module, die hintereinander wegkommen. Und dann haben wir noch 2 durchgängige Module. Das eine ist Lebensfreude, weil wir es ganz wichtig finden, auch zu gucken, was gibt mir Kraft, ja, wo kann ich mich mit stärken. Und ein 2. Modul Reflexion, ganz wichtiger Punkt, dass wir in Einzelgesprächen, aber auch als Gruppe immer wieder uns verorten. Wo stehen wir gerade, was braucht es gerade, wo ist ein Konflikt, was ist jetzt zu tun, ja. An wen richtet sich das Programm hauptsächlich? Sind das Menschen aller Altersklassen, habt ihr einen bestimmten Fokus? Also wir machen das für 18- bis 25-Jährige, so ist es jetzt ausgeschrieben. Und vielleicht ist wichtig zu sagen, dass das aber unser Prototyp jetzt ist. Wir hören von ganz vielen Seiten, oh, warum gibt es das nicht für Ältere? Ne? Oder die Leute, die mal ein Sabbatical machen wollen. Oder, oh, das wäre doch auch toll, wenn es das für 65- oder 67-Jährige gäbe, wenn sie nach der Berufstätigkeit. Und wir haben das schon gehört. Ja. Und darum haben wir auch die Orientierungszeiten GmbH gegründet, die da ein bisschen einen größeren Bogen eigentlich spannt. Und unter dem Dach könnten vielleicht eines Tages auch noch weitere Orientierungsangebote entstehen, nicht nur Bachelor of Being, vielleicht ein Master of Being oder noch ein ganz anderes Format. Und wir haben auch überlegt, ob es nochmal Spezial-Bachelor of Beings gibt, zum Beispiel für Leute, die einen pädagogischen Beruf in Erwägung ziehen, wo man nochmal ganz besonders auf soziale Interaktion guckt oder so. Also das sind so, da kommen wir ins Träumen, ja, so mit diesen Themen. Also da ist auf jeden Fall noch viel möglich und auch noch viel geplant. Da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Wolf,
Seid das nur ihr zwei, die das konzipieren und planen, und schöpft ihr nur aus euren Ressourcen, geistigen und allen möglichen? Oder wie, wie kriegt ihr es hin, das so zu gestalten, dass da möglichst viele Einflüsse Platz finden können in dem Programm? Ja, wir sind ja keine Insel und wir sind auch medienaffin. Mhm. Also wir schauen schon, was passiert da in der Welt. Mhm. Und im engeren Sinne haben wir vier junge Leute zwischen 23, 33 mhm. noch im Team. Mhm. Also wir sind die Ältesten und sie ist sozusagen die Mitte und die Gründerin von dem Team. Und dann horchen wir ja in die verschiedenen Kanäle mhm. der Gesellschaft hinein. Mhm. Was passiert da? Und so viele Leute sagen, wir brauchen eine andere Art von Bildung. Mhm. Unsere ganze Gesellschaft fährt in den Kollaps rein, in die Krise, und keiner weiß so richtig, wie können wir es denn ändern? Mhm. Und wir sagen, okay, wir haben ein paar Ideen und wir entwickeln die mit den jungen Leuten, mhm. weil die sind in 20, 30 Jahren sind die an der Regierung mhm. und bestimmen, und es ist deren Zukunft, ja, um die geht es. Mhm. Und da wollen wir die eben begleiten, und wir nennen es Orientierungszeiten, also aber das heißt nicht, dass wir eine Orientierung hätten und die sollen bitte der folgen. Nein, mhm. wir wollen die eigene Orientierung aus ihnen herauskitzeln mhm. und zweitens dann auch ihnen Mut machen, dass wir manchmal keiner weiter weiß und dass man die Unsicherheit, mhm. keine Antwort zu wissen, ertragen können muss. Weil die gesamte Gesellschaft, nicht nur die Ökologie, mhm. die Umwelt, die Wirtschaft, mhm. die disruptive Wirtschaft, alle ändert sich so rasant schnell. Mhm. Und wenn ich dann nicht in mir ruhen kann, dann bin ich verloren. Und vielleicht will ich noch ergänzen, wir sind natürlich ein Team, mhm. aber wir haben dann auch externe Referenten geplant. Ne? Ja. Und das sind jetzt nicht nur welche, die so Selbsterfahrungsinhalte mhm. oder theoretische mhm. Inhalte bieten. Wir wollen oder auch Referenten, die wir dann vielleicht online zuschalten, weil sie eine tolle Expertise haben, sondern wir wollen auch Handwerker und Künstler mhm. und so aus der Umgebung, ne? mhm. die wirklich was Praktisches mhm. auch machen, mit dabei haben. Auf dem Hof gibt es auch ganz viele praktische Möglichkeiten, sich auszuprobieren, ne? In der Landwirtschaft und bei den Hühnern in der Bäckerei und so weiter. Also es soll, das ist ja hands-on auch. Genau, mhm. das soll ganz, ganz vielfältig mhm. sein. Und wir hoffen natürlich auch auf Kooperation von Betrieben in mhm. der Region, die dann sagen, Schnupperpraktikumsplätze mhm. ne, bieten wir an. Also die werden dann nicht 6 Wochen da sein, mhm. ne, weil die wollen ja den Bachelor of Being machen. Aber für 1-2 Tage mhm. mal mitzulaufen, das wäre uns auch ganz wichtig, dass wir da auch noch Möglichkeiten schaffen. Welchen Output erhofft ihr euch für die TeilnehmerInnen, vielleicht für euch selber auch und für die Gesellschaft aus diesem Programm? Ja, das ist ja eigentlich der Grund, warum wir es überhaupt machen. Das ist ja nicht einfach, weil wir so schöner Wohnen machen wollen, ja, sondern wir verfolgen eigentlich 3 Ziele zugleich. Ja? Das eine ist das Thema Berufsorientierung, was ja für viele junge Menschen ein ganz großes Problem darstellt. Ne? In der Welt voller Möglichkeiten, sich da zurechtzufinden und sich zu fragen, was will ich denn jetzt eigentlich machen? Und an dieser Frage hängen sich eigentlich ganz viele wesentliche Fragen des Lebens auf. Ja? Wer bin ich überhaupt? Bin ich gut genug? Wie kann ich bestehen? Wie geht es mir mit Vergleichen? Was ist überhaupt der Sinn von diesem ganzen Leben? Ne? Und da wollen wir einfach Räume schaffen, wo sie sich austauschen können und dann vielleicht so ein bisschen sowas wie eine Gelassenheit auch entwickeln, ja, mit diesen Fragen umzugehen und sich auch wieder neu erfinden zu können im Laufe ihrer Biografie. Und die zweite Säule ist so eine Form von Resilienzförderung und Persönlichkeitsbildung, also wo es um innere Kompetenzen geht. Ich weiß nicht, ob es so bekannt ist, aber 25% aller jungen Menschen haben eine psychische Diagnose heute. Ja? Und das ist ja immens. An Hochschulen sind es sogar, also sind es 17%, also etwas weniger, aber immerhin. Ja? Also es ist jetzt nicht nur, dass es Benachteiligte trifft, sondern viele straucheln. Also auch gerade diese Fridays for Future Generation, die ja sieht, worauf wir zusteuern. Ja? Und das dann zu tragen in sich und zu halten und zu sagen, und ich lebe jetzt trotzdem, darf ich denn jetzt fröhlich sein oder muss ich immer nur aktivistisch unterwegs sein, ja? Wie verträgt sich das, solche Themen dann auch in den Mittelpunkt zu setzen mal für eine Weile? Das finden wir ganz wichtig. Das ist das Zweite, dass wir da so eine Unterstützung und eine Stärkung wollen für die Zukunft. Und das Dritte ist, das nennen wir Entwicklung transformativer Kompetenzen. Also es geht uns um eine sozialökologische Transformation und die große Frage, wo ist mein Ort da drin? Und wir schauen dann natürlich Orte des Wandels auch an, dahin soll es Exkursionen geben, ne? Gibt es spannende Lebensgemeinschaften, Betriebe, die eine andere Kultur leben und so weiter. Und dann eben auch zu gucken, welche Berufe
können sich da eignen, damit ich da einen Beitrag leisten kann. Ne? Und in vielen Berufen, auch traditionellen Berufen, gibt es natürlich immer eine spezielle Ausrichtung noch, wo ich was beitragen kann. Und die dann aber auch zu finden und zu sagen, das interessiert mich. An der Stelle möchte ich meinen Beitrag leisten. Das wäre so das Ziel. Ne? Wenn das jetzt jemand hört, der entweder selber teilnehmen will noch oder jemanden kennt, der für den vielleicht genau das Richtige wäre, kann man sich noch anmelden oder ist das schon passé und die Teilnehmer sind alle schon zusammengestellt? Also wir haben jetzt so, ich weiß nicht, 15 oder 18 Plätze sind reserviert schon von jungen Menschen. Ja, also wir haben eine ganz gute Nachfrage und es sind ungefähr jetzt noch so, vielleicht nochmal so viele in dem Möglichkeitsraum, denken noch nach. Also man hat noch eine Chance, aber die Frauenplätze sind jetzt so langsam besetzt. Wir wollen es ein bisschen gleichgewichtig haben und wir brauchen noch ein paar Männer. Da achtet ihr auf Parität. Genau, also Parität wird es wohl nicht geben, aber mindestens 8 bis 10 junge Männer hätten wir schon gern. Und wenn jetzt jemand fragen würde, und was sind da so für Menschen dabei? Soll ich das sagen? Ja. Ja, also ich bin total begeistert von den jungen Leuten, die zu uns kommen, weil das wirklich, also sie kommen aus dem ganzen Bundesgebiet, reisen wirklich von Kiel bis Freiburg an, um bei uns teilzunehmen. Es sind junge Menschen, die sich viele Gedanken machen. Manche von ihnen würde ich als High Potentials bezeichnen, also junge Leute, die wirklich wirklich ein sehr hohes Bewusstsein haben und auch ein tolles Abitur und so. Ne? Und es gibt auch Leute, die eher so ein bisschen, ja, die Mühe haben. Ja? Also ich würde mal sagen, üblicherweise hat man so eine Normalverteilung. Ja? Und hier bei uns haben wir so eine gleichförmige Verteilung. Es ist bei uns alles gleichgewichtig vorhanden. Und eben auch junge Menschen, die sich ein bisschen schwer tun, die sind eben auch mit dabei. Ja. So soll es ja auch sein für dich. So soll es auch sein, genau. Vor allen Dingen mitgedacht. Ne? Genau, ja. Und manchmal ist es ja auch in Kombination. Da ist jemand total leistungsstark und hat sich aber selbst total verloren, ja, und strauchelt da, ja. Neben der vielen, vielen Zeit, die ihr bis jetzt da reingesteckt habt in dieses Projekt, ihr könnt ja gleich nochmal sagen, wie lange ihr da schon dran seid und wie viel Zeit da reinfließt. Wo habt ihr euren persönlichen, inhaltlichen Schwerpunkt in dem Programm? Vielleicht Wolf? Ja, ich bin seit 2 Jahren dabei und mein Schwerpunkt ist in dem Bereich des Being, der Bachelor of Being heißt es. Wie kann ich den Leuten helfen, einfach mal zu relaxen und zu sagen, es ist, wie es ist, so wie die Welt jetzt ist, wie ich jetzt bin, das ist der Ausgangspunkt. Und nicht immer nur nach vorne zu gucken oder nach hinten angetrieben oder angesogen, sondern sagen, jetzt. Und da reinzusinken und das als Ausgangspunkt herzunehmen. Also, ist ja ein bisschen mysteriös, Being, was soll denn das heißen? Also, es ist doch irgendwie oder ist nicht. Ja, schau mal hin, was ist jetzt? Also nicht nur in die Zukunft und da will ich mal irgendwann das und das Nächste ist das, sondern... Nein, sondern guck, was ist jetzt, was sind meine Schwierigkeiten, meine Talente, was ist meine Freude, was ist meine Erwartung? Und das als Ausgangspunkt herzunehmen. Man sagt, die Weisheitslehrer sprechen da von der ewigen Gegenwart. Und man ist ja immer, man ruht ja immer in der Gegenwart, wenn man denn ruhen kann. Ja, das ist eben die Kunst. Und deswegen wollen wir solche Praktiken, wie man zu sich kommt. Also Einkehr, haben es mal im Christentum genannt oder auch im Buddhismus, auch benutzen. Yoga, also Körper, Achtsamkeit, Wachheit und so. Und davon dann ausgehend die eigene Vision zu entwickeln. Wie will ich leben? Wie will ich partnerschaftlich leben? Will ich eine Familie gründen? Will ich eine Karriere machen? Welchen Ausbildungsweg will ich gehen? Was wird meine Location sein? Und all diese Fragen. Ja. Schön. Und bei dir? Ja, mein Beitrag ist eher so ein bisschen der Coaching- und Training-Bereich. Also ich habe viel Kommunikationstraining schon gegeben in meinem Leben und psychologisches Grundwissen, pädagogisches Grundwissen, Techniken, die einem einfach helfen, sein Leben so gut zu gestalten, seit Menschen. Und was weiß ich, ne? So diese ganzen Themen, wo man so ein Handwerkszeug auch braucht für die Lebensgestaltung. Und ich habe natürlich die
Verantwortung für das Ganze und die Orga und die Referenten, die dazukommen, die wir dann einladen zum Beispiel, ist mir ganz wichtig. Wir wollen 3 Tage uns mal mit dem Thema Vergänglichkeit und Tod beschäftigen. Und da habe ich einen Referenten für angefragt, der da ein Experte ist, sowas auch selbst erfahrungsorientiert dann zu vermitteln. Also es klingt sehr allumfassend, alle Lebensbereiche umfassend, nicht nur das Juhu, aufstrebend, nächste Schritt, sondern auch nur, was passiert, wenn es mal eine Phase gibt, wo es schwer ist, was mache ich dann? Genau, ja. Also wir sprechen wirklich auch von diesem Design-Your-Life-Druck, den es ja das heute manchmal gibt, dass man irgendwie so als junger Mensch gezwungen ist, jetzt, vor allem wenn man viele Möglichkeiten von zu Hause mitgekriegt hat und viele Potenziale hat, dann musst du was ganz Cooles machen und das macht einfach total mürbe. Ja. Ja. Da fühlen sich die jungen Menschen oft, als könnten sie nur scheitern. Ja. Ja. Und da einfach mal rauszukommen wieder. Ne? Also, so, das ist so ein bisschen die Idee. Aber wir sind selbst gespannt und Lernende natürlich auch. Also, das habe ich auch noch nicht gesagt. Die zweite Wochenhälfte ist immer reserviert für die Projekte der Teilnehmenden, die wir dann begleiten. Dass wir ihnen auch erklären, wie Projekte geplant werden und da ein Handwerkszeug mitgeben. Aber dann sollen sie ihre Projekte auch machen, was sich jetzt schon rausgestellt hat. Einige wollen eine Sauna bauen und das lernen. Und andere wollen ein Theaterprojekt auf die Beine stellen, ne? Oder unsichtbares Theater in Kassel veranstalten, wo sie auf Ungleichheiten aufmerksam machen. Wir haben so ein paar Leute dabei, die auch so aktivistische Ambitionen schon mitbringen. Und da werden wir natürlich auch miteinander lernen. Ne? Da freue ich mich auch schon drauf. Müssen Sie das Projekt schon mitbringen oder kann das auch entstehen? Das entsteht das dort. Entstehen, ja. Genau. Okay. Also ein Bestandteil ist auch, mach einen My World Vortrag. Also mach zu einem Thema, was dich wirklich interessiert, gestalte dazu einen inspirierenden Abend. Ja? Und das schon allein der Prozess, dieses Thema zu finden. Ja, das ist schon ein spannender Schritt. Ja, das ist ja fast wie eine kleine Berufsfindung. Ne? Da übt man das mal in so einem Mini-Projekt. Ja. Jetzt muss ich jetzt wirklich nochmal zurückkommen, auf wie die Zeit ihr da reinsteckt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Seit ungefähr 2 oder 3 Jahren seid ihr da dran und das Allerwesentlichste, ich mache das bis jetzt alles ehrenamtlich, richtig? Ja. Du bist seit 2 Jahren dabei, Wolf, ne? Und wenn du das mal so über den Daumen peilst, wie viel Zeit pro Woche geht da rein? Naja, mit allem, mit dem Besprechen, also wir besprechen die Konzepte dann gemeinsam, was machen wir denn als nächstes, sind es schon 20 Stunden die Woche. Ja. Ich denke noch. Ja, ja, würde ich auch so 20 Stunden die Woche, bin ich bestimmt dabei, ja. Es ist ja kurz vorm Start, es soll der Prototyp, der Bachelor of Being, im Herbst starten. Bis dahin ist aber noch ein bisschen Weg zu gehen und ihr braucht auch noch ein bisschen was. Was muss bis dahin noch passieren? Genau, unsere Finanzierung ist noch nicht voll gesichert. Darum ist das auch mit den Teilnehmenden noch ein bisschen auf wackeligen Füßen, weil wir konnten ihnen noch keine Teilnahmeverträge ausstellen, weil wir eben noch nicht hundertprozentig sicher sagen können, dass es in voller Länge steigt. Also wir haben 6 bis 8 Wochen, haben wir zugesagt, ne? Die machen wir auf jeden Fall. Und für das Weitere laufen halt im Moment noch Anträge, also bei Stiftungen, aber auch bei öffentlichen Geldgebern. Und darum sind wir auch so froh, dass wir heute hier sein können. Wir machen eine Crowdfunding-Kampagne, die geht jetzt nächste Woche an den Start und würden uns dann natürlich total freuen, wenn die bekannt würde und wenn Menschen, die das Projekt und gerade diesen Prototypen auch fördern wollen, wenn die sich beteiligen. Weil wir haben das Gefühl, jetzt gerade am Anfang ist es schwer und wenn wir es dann einmal durchgeführt haben, wir haben so viel Medienecho auch schon, also wo wir wissen, dass die das interessiert und dass sie darüber berichten wollen, nur erst, wenn es dann stattfindet. Ja? Das erste Mal wird es sicher ganz schwer, also ist es ganz schwer, die Mittel zusammenzukriegen, aber ich glaube, ab nächsten Jahr ist es dann bekannt, hat sich bewährt, hat einen Namen und dann wird es viel leichter. Aber jetzt brauchen wir gerade mal noch mal so eine Finanzspritze. Also alle, die das jetzt hören, unbedingt unterstützen, das ist ein wahnsinnig unterstützenswertes Projekt. Und ich glaube, fast jeder war schon mal in seinem Leben an dem Punkt, wo er oder sie eigentlich sowas gebraucht hätte. Eine Unterstützung und eine Gemeinschaft, um zusammen weiterzugehen. Ihr habt gerade erzählt, wie wahnsinnig umfassend dieses Programm ist und wer da alles dabei ist. Also ein wahrer Fundus, das ist natürlich nicht umsonst zu haben, wenn gleich viele der Beteiligten vermutlich das auch ein Stück weit ehrenamtlich machen oder für einen anderen Preis als sonst. Was kostet denn so ein Platz?
Genau, wir haben das aufgeteilt. Mhm. Zum einen gibt es Unterkunft und Verpflegung und da gehen wir davon aus, dass das die jungen Menschen selbst aufbringen, also wie es beim Studium ja auch so üblich ist. Und da rechnen wir mit 750 Euro pro Monat, was man für das kleine Zimmer, was man dort bekommt und die Vollverpflegung dann halt auch zahlen muss. Mhm. Und wir glauben, dass wir da eine ganz gute Hausnummer gefunden haben, dass es nicht ganz elitär nur ist, aber wir können eben auch nicht jetzt für 200 Euro das anbieten. Genau. Ne? Das geht natürlich nicht. So, und dann die Kursgebühr, da haben wir uns vorgenommen, dass wir die halt akquirieren wollen, dass wir das nicht den jungen Leuten und ihren Familien aufbürden wollen. Und da brauchen wir so etwa 1000 Euro pro Teilnehmer pro Monat. Mhm. Jetzt rein für die Durchführung des Programms, für die Miete des Hofes, für Referenten, für Materialien und so weiter. Ne? 1000 Euro ist übrigens pro Monat pro Teilnehmer ist auch genau das, was ein Studium kostet. Mhm. Ja? Also mit aller Infrastruktur. Da haben wir es dran orientiert und finden das auch eigentlich einen ganz guten Preis. Und dann kommt man auf eine Summe von 125.000, wenn man das hochrechnet, 5 Monate, 25 Teilnehmer. Und die würden wir halt gerne zur Verfügung haben. Und unser größerer Traum ist natürlich, dass wir uns auch ganzjährig womöglich Stellen geben können, dass wir auch die ehrenamtliche Zeit dann auch im nächsten Sommer ja wieder anfangen. Also wir wollen das immer im Winterhalbjahr machen, dass wir da auch eine finanzielle Basis für haben und nicht mehr ehrenamtlich arbeiten müssen ab einem bestimmten Punkt. Ja. Unsere große Vision ist eben, das politisch so zu verwirklichen, dass jeder in Deutschland, jeder Schulabgänger, die Möglichkeit hat, sich eine Orientierungszeit der eigenen Wahl, wie zum Beispiel den Bachelor of Beam, zu wählen. Und wir haben da auch ein ganz tolles Vorbild, das ist mir auch nochmal wichtig zu erwähnen. In Skandinavien ist es nämlich seit, man höre und staune, 150 Jahren üblich. Da gibt es die Folkehøjskolen und das wissen viele in Deutschland gar nicht. Das sind Internatsschulen, die für die Zeit nach der Schule so 3- bis 10-monatige Projekte anbieten, wo die als Gemeinschaft zusammen wohnen können und sich erstmal fragen, worauf kommt es an im Leben. Das ist voll staatlich durchfinanziert und hat einen unglaublichen Impact auf die skandinavische Gesellschaft. Also es gibt x Studien dazu, die sind natürlich alle in skandinavischen Sprachen geschrieben, darum sind sie nicht so bekannt, aber die nachweisen, was für eine Wirkung auf das persönliche Leben und auf das gesellschaftliche Engagement von jungen Menschen diese Kurse haben. In den internationalen Rankings stehen die skandinavischen Länder ja immer top da. Glücksindex, sozialer Zusammenhalt, Bildung. Gesundheit. Immer die vielen skandinavischen Länder, ja warum? Also Soziologen sagen, daran liegt es. Das heißt, es ist, wenn man diesen jungen Leuten diese Zeit gibt, zu reflektieren, zur Einkehr, sich auszurichten, dann verwandelt sich die ganze Gesellschaft. Und eine Bildung eben auch wieder zu etablieren, die den Namen Bildung im ursprünglichen Sinne verdient, ja, nicht Ausbildung und Bildung auf den Arbeitsmarkt hin, sondern eine Persönlichkeit zu werden, ja, die selber ihre Werte hat und entscheidungsfähig ist und ihren Mund aufmachen kann und wenn was nicht mehr stimmt, dann auch geht. Ja. Ja, das wünsche ich mir für die Zukunft, dass niemand mehr aus Angst irgendwo stecken bleibt in irgendeinem Beruf, obwohl alles nicht mehr stimmt. Ja. Okay. Das merken auch gerade, glaube ich, ganz, ganz viele, nicht nur junge Menschen, dass sich da irgendwas ändern muss. Diese klassischen Bildungs- und Karrierewege einfach auch irgendwie links und rechts nicht mehr passen. Auch damit unsere Demokratie funktionieren kann. Da soll ja das Volk der Souverän sein, der Souverän. Aber wenn die Individuen, die da wählen oder eben sich der Wahl verweigern, nicht selber souverän sind, das heißt, mit sich selbst nicht souverän umgehen können, das heißt, ihre Persönlichkeit ist noch nicht entwickelt und entfaltet, sie können nicht zu sich stehen, sie können nicht Nein sagen und Ja sagen, sie sind steuerbar, dann kann die Demokratie auch nicht funktionieren. Und in dem Sinne ist es politische Bildung, was wir da machen. Richtig. Mit den Projektorientierungszeiten wart ihr auch bei dem bundesweiten Hackathon, dann ab dem Deutschland-Hackathon dabei. Oder seid noch dabei, es läuft denn. Mhm. Genau. Was ist da das Ziel? Genau, das war ja von Project Together organisiert und die haben ja im Frühjahr 2020 auch diesen WeWare versus Virus Hackathon gemacht und das war jetzt die Neuauflage davon, Update Deutschland, es wurden gesucht, gute Idee für Deutschland nach Corona und das war so ein 48-Stunden-Hackathon, wir haben uns damit eingelinkt und haben damit irgendwie ganz viel Aufmerksamkeit gekriegt für unsere Idee, dass wir solche Orientierungszeiten nach skandinavischem Vorbild in Deutschland
Deutschland etablieren wollen. Und ja, letztlich haben wir dann auch von, das waren dann letztlich 350 Initiativen, die da entstanden sind, die sich gefunden haben zu kleinen Teams. Ja. Und wir gehörten dann zu den 50, die so ein kleines Engagementstipendium dann bekommen haben von dort. Und das war natürlich eine sehr schöne Anerkennung dafür, dass das auch gesehen wird. Also dieses ganze Update Deutschland ist, das ist unter Schirmherrschaft des Bundeskanzleramts. Und das war natürlich für uns jetzt erstmal so ein kleiner Sieg. Geht es da auch noch weiter in dem Rahmen? Oder ist das mit dem erstmal abgeschlossen jetzt? Das kann ich jetzt im Moment noch gar nicht so richtig sagen. Also sie haben ein großes Netzwerk, wo man Unterstützung bekommt. Das ist ganz schön. Und auch so eine Innovationsakademie, wo man verschiedene Seminare belegen konnte. Ehrlicherweise muss ich sagen, ich bin so voll mit Arbeit, dass ich wenig Zeit habe, mich da jede Woche zwei Stunden fortbilden zu lassen. Ja, aber wir bleiben da in Kontakt auf jeden Fall. Hoffen wir, dass der Prototyp so viel Aufsehen erregt und so erfolgreich ist, dass es dann nahtlos mit den Orientierungszeiten auch durch die Decke geht und ein Modell wird, was überall in Deutschland etabliert werden kann. Ja, das ist unser Anspruch. Ja. Genau. Und dem geht es auch nicht. Und jetzt komme ich, bevor wir zum Ende kommen, nochmal auf das Thema Crowdfunding. Ihr braucht ja nicht unbedingt nur Geld spenden, das in erster Linie, um das überhaupt erstmal finanziert zu bekommen, aber man kann euch auch anders unterstützen. Wenn jetzt jemand von den ZuhörerInnen denkt, da würde ich irgendwas gern beitragen, aber das Portemonnaie ist vielleicht irgendwie zu klein, was braucht ihr? Mhm. Wir haben eine Unterstützerseite auch auf unserer Website. Da kann man auch mal nachgucken, da haben wir uns schon ein paar Gedanken gemacht. Aber man kann es natürlich auch mit Naturalien und Materialien unterstützen, ne? Oder mit Services, ja, die zur Verfügung gestellt werden. Ich bin jetzt ein bisschen vorsichtig zu sagen, jeder, der irgendwas anbieten will, soll sich melden. Also da melden sich schon ganz viele, die auch was anbieten wollen. Und da legen wir natürlich, also kann man sich natürlich auch melden, wenn man einen tollen Inhalt hat. Wir legen da aber wirklich Wert auf Erfahrung, ja. Also nicht jeder Seminarleiter, der jetzt gerade eine Ausbildung frisch gemacht hat und jetzt denkt, da kann ich mich ja mal ausprobieren, wäre jetzt das Richtige für uns. Ne? Wir wollen da wirklich eine hohe Qualität haben bei den Referenten und Referentinnen, die zu uns kommen. Was fällt dir noch ein? Wir haben ja auch noch den Traum, dass es da noch einen extra Seminarraum noch geben soll irgendwann. Ne? Haben wir auch schon versucht, den zu finanzieren, aber das wird wahrscheinlich für dieses Jahr nicht mehr klappen. Nächstes vielleicht. Eine andere war, das ist ganz große Begeisterung von den jungen Leuten für einen Saunafluss. Mhm. Es ist ja Winter und wir sind ganz nah am Fluss an der Fulda. Inspiriert von Berlin wahrscheinlich. Wo auch immer. Und wenn dann ein Handwerksmeister kommt und sagt, ich kann euch da anleiten, dann können die gleich lernen, mit Holz umgehen, so ein Projekt zu designen, zu machen. Das wollen schon die jungen Leute machen. Ja, ist eine Idee. Mhm. Also auf eurer Webseite gibt es auch einige Informationen dazu, ganz konkret auch, was, mit was man euch unterstützen kann. Da lohnt es sich auf jeden Fall mal einen Blick drauf zu werfen. Und als nächstes jetzt geht die Crowdfunding-Kampagne online, wahrscheinlich auch mit einem Video. Genau, das haben wir gedreht und das ist auf Startnext zu finden, wird von Unikat, von der Unikasse auch unterstützt. Da freuen wir uns drüber. Drücken wir ganz doll die Daumen. Wir wünschen euch ganz viel Freude an dem Bachelor of Being. Wir hoffen, dass er so stattfinden kann, wie ihr euch das wünscht und die Früchte trägt, die ihr gesät habt. Und ich freue mich darauf, mehr zu erfahren, wenn es soweit ist. Ihr seid auch hier natürlich willkommen in der Neuen Denkerei und wir sprechen uns bestimmt spätestens danach. Ja, ich denke, wir sprechen uns währenddessen, weil wir wollen ja auch ganz sicher hier mit den jungen Leuten mal hier diesen tollen Lernraum und Arbeitsraum anschauen. Freuen wir uns drauf. Vielen Dank, dass ihr da wart und nochmal viel Erfolg dafür. Danke.